Ich sage zu ihm, geh weg, ich möchte sterben. Und er sagt, ich bin Arzt vom Nazareth. So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Herzlich willkommen, Pater Edward. Ich mach mal so mit der kaputten Hand. Pater Edward ist ja unser geistlicher Führer, sagen wir es mal so, in der Rosenkranzgruppe. Und Pater Edward ist vor ungefähr 4,5 Monaten, 5 Monaten krank geworden, sehr krank geworden. Man muss von vornherein sagen, er gehört zu der Kongregation der Resurrektionisten. Jawohl. Und diese Resurrektion ist tatsächlich passiert. Was ist passiert, Pater Edward? Wie war das gewesen? Ja, also zuerst war ich in Intensivstation. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange, weil ich war schon so schwach. Also dann war ich auch also auf einer Station im Krankenhaus. Und nach über 20 Tagen über bin ich transportiert also ins andere Krankenhaus. Und dort in diesem Krankenhaus, was ist da passiert? Im Vorgespräch, wir haben ja vorher gesprochen, ich musste ja die Geschichte wissen. Im Vorgespräch hat Pater Edward gesagt, also der war erst in einem Krankenhaus stationiert, dann wurde er versetzt, weil der Zustand sich auch verschlechterte. Ja. Und dann kamen Sie, als Sie in das Krankenhaus eingeliefert worden sind, in einen Raum. Ja, also dieser Raum war ziemlich groß und ich war alleine. Zuerst ein Arzt hat ein Interview mit mir gemacht, aber das war schon ein sehr schweres Interview, weil ich habe ganz schwache Stimme gehabt und auch ganz schwach war ich. Ich konnte nicht so viel Antworten geben. Jetzt ist schon sehr gut sogar. Jetzt fährt er sogar wieder Auto. Ja, schon. Bald Motorrad auch. Ja, 40 Kilo hat er abgenommen. Sie waren so krank gewesen, dass Sie schon Ihr Hab und Gut langsam abgeben wollten, ja, und angefangen haben abzugeben, ja, weil Sie dachten, dass Sie sterben. Jawohl. Und was ist dann in dem Krankenhaus passiert? Also, wenn der Arzt weggegangen ist von diesem Saal, war ich alleine. Und ich habe also einen Schmerzen bekommen, also Stich, also in der Nähe vom Herzen. Und ich glaube wahrscheinlich, das ist also Herzinfarkt. Und ich habe gedacht, das ist schon also finish. Sie haben gedacht, Sie sterben jetzt? Ja. Und in diesem Moment spüre ich, jemand ist bei mir und massiert mich hier, also meine Brust. Und ich sage zu ihm, geh weg, ich möchte sterben. Und er sagt, du bist hier gekommen, um zu leben, nicht sterben. Und wer war das? Und er sagt zu mir, ich bin Arzt. Ich schaue. Und er sagt, ich bin Arzt vom Nazareth. Ich habe nicht so viel gedacht. Ich habe ihm nur gesagt, ja, in Nazareth war ich auch. Und dann geschaut auf seine Augen. Und er war Jude. In einem, also Albe oder einem, also einer jüdischen, wie Rabbin war er, wie Rabbin. Mhm. Und ich habe mit ihm gekämpft. Ich habe gesagt, nein, ich möchte sterben, finish. Das ist also meine letzte Sekunden. Und er hat weiter also mich massiert. Und als er mir gesagt hat, dass er Arzt ist und von Nazareth, ich habe gedacht, wie ist das möglich? Also in Westfalen, also jüdischer Arzt. Aber er war also in der Kleidung so wie Rabbin. In Rabbiner? In Rabbiner. Mhm. Dann, ich habe Augen aufgemacht und er war schon nichts bei mir. Und dann ging es Ihnen besser?
war ein sehr wichtiger Moment für mich, dass ich nicht, also ich wollte sterben, aber doch, er hat gesagt, du willst leben. Du bist hier gekommen fürs Leben, nicht zum Sterben. Und das war entscheidender Punkt. Weil ich dass war, Sie Hoffnung hatten. Jawohl, wieder. Jawohl. Und Sie haben über diese Zeit, die Sie krank gewesen sind, viel Hilfe und Unterstützung erfahren. Ja, sehr viel. Was haben die Leute gemacht, unter anderem? Also, sehr viele sind auch gekommen, aber das war auch ein Problem, weil damals war also diese Station war zu. So, dass sie keiner besuchen konnte. Ja, aber per Telefon, per Handy haben die mich angerufen. Und ich habe erfahren, dass sehr viele Leute nicht nur mich angerufen haben, sondern auch gebetet. Heilige Messen, Rosenkranz, andere Gebete, Anbetungen. Also dann immer habe ich immer geistige Kraft bekommen. Und dann wieder neue Ära ist für mich gekommen. Manche haben Sie schon für tot erklärt. Ja, es stand sogar in Polen, nicht nur in Deutschland. Und Sie sind dann, also Sie haben ja 40 Kilo abgenommen. Ja. Durch die Zeit. Sie waren nie dick gewesen, aber ein schon ziemlich kräftiger Typ. Aber 40 Kilo haben Sie abgenommen, das heißt, diese Krankheit hat sehr an Ihrer Gesundheit gezerrt. Ja. Total. Ein gewisser Philipp aus unserer Gebetsgruppe, der hat ganz, ganz viel gemacht. Also von meiner Seite auch, Philipp, Hammer, was du alles gemacht hast für Pater Edward. Er hat sie wieder auf die Beine gestellt, mehr oder weniger. Ja. Also der hat stundenlang mit ihm geübt, trainiert, gelaufen, die Beine bewegt und so weiter, bis es mal ging. Erstmal am Rollator, 2 Schritte, 3 Schritte. Extra Dank, Philipp. Also Schritt für Schritt wie ein kleines Kind. Und der größte Wunsch, ich kann mich noch gut daran erinnern, war, glaube ich, 2 Wochen vor Ostern oder 3 Wochen vor Ostern. Da konnten sie gerade ein paar Schritte laufen. Also so wirklich ein klappriger alter Opa. Entschuldigung, dass ich das geistige Opa, geistige. Ja. Und der Pater Edward hat gesagt, mein größter Wunsch ist, dass Gott mir die Gnade erweist, dass ich an Ostern die Messe zelebriere. Und dieser Wunsch ist also Wirklichkeit geworden. Ja. Letzte Frage. Sie waren so schwach gewesen, dass Sie nicht beten konnten. Haben Sie mit Gott gekämpft? Also damals bei dieser Situation, was ich gesagt, erzählt schon habe, ich habe mit dem Arzt gekämpft. Aber dem Arzt aus Nazareth? Aus Nazareth. Ja. Ich habe gekämpft. Und dann habe ich meditiert, nachgedacht, wer war das? Ich denke, der war der Auferstandene. Und ich habe damals, also dann, verstanden, bei Gott ist alles möglich. Man muss sich nur für seinen Willen öffnen. Und ganz genau, nicht meine Wille zu tun, verwirklichen, realisieren, sondern Gottes Wille. Was haben Sie mitzuteilen noch als Abschluss den Leuten da draußen, die zuhören, die vielleicht an Gott zweifeln, man sieht, dass die Kirche in einer ziemlichen Schieflage ist und man weiß gar nicht mehr, in welche Richtung man gucken kann. Was haben Sie aus dieser Situation gelernt? Was haben Sie mitgenommen? Gelernt? Also, ich habe gelernt, dass wir sind alle in Gottes Hand. Er ist unser Vater. Er hat Sorge, nicht nur um die Kranken, sondern um uns alle. Er hat Sorge und wir sollen auch Dankbarkeit Gott schenken. Ich tue das jeden Tag. Ich bin Ihnen allen auch sehr dankbar für die Gebete, für die Heilige Messe, nicht nur in Deutschland, in Österreich, in Polen, sondern auch in Brasilien, Bolivien, USA, Kanada, sogar in Indien haben die Priester für mich die Heilige Messe gelesen. Und das war also Geschenk Gottes, großes Geschenk, die Gesundheit. Und bei der Heiligen Messe zu Ostern, ich habe große Freude
erlebt, diese authentische Freude von der Auferstehung Christi und von meiner und auch deiner Auferstehung. Damit schließen wir. Ich bin froh, dass Pater Edward wieder da ist. Der hört ganz viel Beichte, wohnt Gott sei Dank nicht so weit von uns entfernt. Dann kann man umso öfter dorthin. Und wir freuen uns als Gebetsgruppe und alle anderen, die Sie gesehen haben, die für Sie gebetet haben, freuen sich auch. Jawohl. Ich würde jetzt einfach mal sagen, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Pater Edward, gerne. Danke, dass Sie zu Gast waren, danke, dass Sie Zeugnis gegeben haben. Gerne. So, ihr Lieben, das war Pater Edward, unser Anführer, unser geistlicher Führer der Rosenkranztruppe. Und ich danke euch fürs Zuhören. Schickt es bitte weiter. Gelobt sei Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen.